Unser heutiges Video dreht sich um Filtermaterialien, wobei wir uns die Arten anschauen, die am weitesten verbreitet sind. Und zwar den Filtersand, das Filterglas und die Filterbälle im Vergleich. Der klassische Filtersand ist speziell gewaschen und sollte nach spätestens 2 Jahren wegen der Bildung biologischer Schmutzfilme gewechselt werden, zumal sich die Körner durch die Nutzung rundschleifen und somit abnutzen. Beim Rückspülen gibt es nichts Besonderes zu beachten. Das heißt, das Ventil bei ausgeschalteter Pumpe umstellen und die Rückspülung durchführen, anschließend die Nachspülung nicht vergessen, damit das Restsand verdichtet werden kann. Kommen wir nun zum Filterglas, welches aus recyceltem Material hergestellt und geschliffen ist und somit eine umweltfreundlichere Alternative zum Sand darstellt. Es filtert kleinste Partikel und verhindert somit die Keimbildung durch seine glatte Oberfläche. Beim Befüllen und Wechsel ist die Vorgehensweise wie beim Sand. Glas hat durch die höhere Dichte ein größeres Volumen als Sand und wird somit in geringerer Menge benötigt. Mit einer Verwendungsdauer von bis zu 4 Jahren bietet es eine nachhaltige Alternative. Beim Rückspülen ist die Vorgehensweise identisch zum Sand. Nun kommen wir zum Fiberlohn. Dieses hat ein ultraleichtes Gewicht und ist damit deutlich leichter als Sand oder Glas. Anstelle von mehreren Dutzend Kilogramm werden nur einige hundert Gramm benötigt. Es weist eine sehr hohe Trennschärfe auf, wodurch auch kleinste Schmutzpartikel aufgenommen und kaum noch abgegeben werden. Doch keine Sorge, der Verkeimung im Kessel wird effektiv durch eingelagerte Silberionen vorgebeugt. Beim Rückspülen wiederum löst sich zuerst der locker sitzende Schmutz, wobei sich der am Fiberlohn anhaftete Schmutz aufgrund der hohen Bindungskraft kaum noch löst. Um die Schmutzaufnahmefähigkeit wiederherzustellen, empfiehlt sich die manuelle Ausspülung des Fiberlohns unter einem harten Wasserstrahl. Alternativ können Sie die Filterballs auch in der Waschmaschine ohne Zusätze waschen, um die volle Aufnahmefähigkeit wiederherzustellen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem Video einen Überblick über die Filtermaterialien geben.